Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video zu The Elder Scrolls Online. Ich bin Lord Morrowind und möchte euch den Einstieg in The Elder Scrolls Online etwas näher bringen. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie und wo ihr am besten handwerkszertifiziert und welche Handwerke es gibt. In diesem Video dreht sich alles darum, lohnt es sich denn, einen Meisterhandwerker zu machen? Also alle Handwerke auf einem Charakter zu erlernen. Ist das überhaupt möglich? Macht das Sinn? Was gibt es für Vor- und Nachteile? Und natürlich werde ich euch anschließend noch ein paar Add-ons vorstellen, mit denen ihr das Handwerk sehr, sehr leicht ausüben könnt. Allererstes mal zum Thema Meisterhandwerker, ob das sinnvoll ist. Ich finde, ja, weil. Ihr müsst bedenken, früher kannte ich viele, die haben gesagt, okay, der Einetscher aufgrund von Skillpunktemangel, der Einetscher macht Schneidern, der Einetscher macht Schreinern, der andere macht Schmiedekunst und der andere Charakter macht Kochen, Tränke machen und Verzaubern. Bei den letzten dreien ist das nicht ganz so schlimm. Selbst wenn ihr Schmuck noch auf einem Charakter macht, ist das auch nicht so schlimm. Das Hauptproblem ist, dass ihr, wenn ihr Schneidern, Schreinern und Schmiedekunst auf unterschiedlichen Charakteren erlernen möchtet, müsst ihr bedenken, dass ihr jede Stilseite dreimal organisieren müsst. Und das kann entweder ins Geld gehen oder in die Zeit. Es gibt mittlerweile ein Montorsystem, was das Ganze etwas aushebelt. Sobald ihr einmal den Stil erlernt habt, könnt ihr euch über die Montor das Aussehen beliebig ändern auf anderen Charakteren. Von daher ist es aktuell nicht so schlimm. Ja. Bloß sind Montoren relativ performance-lastig. Das heißt, solltet ihr einen nicht so starken Laptop oder PC haben, solltet ihr das nicht tun. Der Vorteil einem Meisterhandwerker ist halt wirklich, ihr habt alles auf einem Charakter. Ihr müsst nie überlegen, Gott, welcher Charakter kann jetzt was davon und wie weit ist er schon? Und solche Sachen. Ja, ihr müsst auch nicht alles 3-4 Mal analysieren. Zum Thema analysieren, auch in einem späteren Video mehr. Das heißt, ihr habt locker Platz, um alle Handwerke zu erlernen. Das dauert, kann ich jetzt schon sagen. Aber im Spiel gibt es aktuell 400 Fertigkeitspunkte. Wenn man die Handwerke komplett ausskillt, sind das alleine mit den nötigsten Sachen hier ungefähr 150 Skillpunkte. Ungefähr 100 Skillpunkte werdet ihr noch brauchen, um ja, eure restlichen Sachen zu skillen. Daher empfehle ich, macht erstmal eure Klassen, ja, und lasst das Handwerk auf Stufe 1, ja, und lasst das alles weg, vielleicht bei Schmiedekunst. Werde ich dann im nächsten Video noch ein paar Tipps dazu erklären, zum Thema Metallkunde, was Analysezeiten und so weiter betrifft. Und diesen Bergarbeiter könnt ihr vielleicht skillen. Der bringt euch jeden Tag Rohstoffe, die sehr nützlich sind. Vom Spiel geschenkt, sollte man mitnehmen. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Thema, ob es sinnvoll ist oder nicht. Die Vorteile, ihr habt alles auf einem Charakter. Ihr braucht nicht ständig hin und her locken und ihr habt eine Übersicht, was ihr alles könnt. Nachteile sind, es dauert ziemlich lange, bis man alle Fertigkeitspunkte dafür zusammen hat und ihr verbraucht relativ viele, aber ich denke mal, das ist es wert. Von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback gebt, Kommentarfunktion könnt ihr gerne nutzen, wenn euch was gefallen hat oder nicht gefallen hat oder ihr euch gerne was wünscht, was ich jetzt vielleicht in dem Video noch nicht erwähnt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.